Heute in diesem Video möchte ich meine Software vorstellen, mit der ihr PDFs bearbeiten könnt. Was die Software so alles kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Aber zum Schluss habe ich noch, also am Ende vom Video, 5 Lizenzen zu verlosen. Das Ganze kostet 69,95 €, das heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Also los geht's! So, wenn wir dann das Programm öffnen, was sich übrigens Wondershare PDF Element nennt, dann kommen wir hier zu einem Startbildschirm und hier haben wir direkt 4 Optionen. Das heißt, wir haben einmal Bearbeiten von Inhalten in PDF-Dateien, das machen wir auch gleich als erstes. Dann haben wir PDF in andere Formate exportieren. Dann haben wir einmal die Möglichkeit, ein PDF-Dokument zu erstellen. Und dann können wir noch Dateien kombinieren. Aber fangen wir direkt mal ganz oben an, wenn wir Bearbeiten von Inhalten in PDF-Dateien. Da öffnet sich dann direkt ein kleines Fenster und hier können wir jetzt dann direkt mal ein PDF auswählen. Und dann haben wir jetzt auch hier schon das komplette Dokument offen. Und wie ihr sehen könnt, kann ich hier Zeile für Zeile quasi auswählen. Ich kann hier quasi die Zeilen hin und her schieben, wie ich das Ganze will. Aber ich kann natürlich auch doppelt reinklicken und einfach halt den Text hier ändern, wenn ich das will. Und dann habe ich hier noch an der Seite verschiedene Möglichkeiten, die ganzen Seiten zu drehen, löschen und halt andere Sachen noch zu machen. Das ist auf jeden Fall relativ cool, was man hier alles mit machen kann. Ich kann hier auch ein Wasserzeichen einfügen, ich kann den Hintergrund ändern, ich kann den Kopf bzw. die Fußzeile verändern oder hinzufügen. Das sind halt alles wirklich krasse Features eigentlich. Ich kann hier auch die Reihenfolge von den Seiten umändern, wenn ich das Ganze halt so machen möchte. Und generell habe ich hier oben noch die Möglichkeit, eine Schriftart einzufügen bzw. generell die Schriftgröße anzupassen. Und halt noch viele weitere Sachen zum Formatieren von einer PDF-Datei. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, Sachen zu schwärzen. Es kann ja mal sein, dass man ein Dokument zensieren muss oder zensieren will. Dann können wir hier einfach den Text auswählen, können halt hier an der Seite die Füllfarbe einstellen und schon ist quasi der Teil, den wir markiert haben, unkenntlich gemacht und halt mit einem schwarzen Balken versehen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einen Text hervorzuheben, wie halt in einem Marker. Hierfür wählen wir auch wieder gerade den Text aus. Wir haben hier auch verschiedene Farben zur Auswahl, zum Beispiel halt blau oder was weiß ich. Und so kann man halt dann verschiedene Sachen im Text einfach markieren, wie auf einem normalen Stück Papier. Dann haben wir auch noch die OCR-Funktion und das ist einfach quasi, wenn wir jetzt Dateien einscannen, also PDF-Dateien einscannen, können wir einfach quasi den Text dadurch auch noch bearbeiten. Das heißt, wir scannen einfach ein Blatt Papier ein, das Programm erkennt dann den Text, dann können wir den auch halt weiter bearbeiten und halt einfach digital quasi abspeichern. Dann haben wir hier oben auch noch eine Toolbar, mit der wir zum Beispiel Sachen hinkritzeln können oder ein Textfeld hinzufügen können oder sonstige Sachen einfügen. Das ist wirklich sehr, sehr cool, um PDF-Dateien zu bearbeiten. Dann haben wir hier, wie wir vorhin schon im Startbildschirm gesehen haben, die Möglichkeit, PDF-Dateien in andere Formate zu exportieren. Ich glaube, das ist relativ selbstverständlich. Was damit gemeint ist, hier können wir einfach eine PDF-Datei nehmen und die zum Beispiel als Doc-Datei oder als Pages-Datei abspeichern. Dann haben wir auch die Möglichkeit, eine PDF-Datei zu erstellen auf anderen Dateiformaten. Das heißt, dafür klicken wir einfach auf Erstellen, wählen die Datei aus, die wir haben möchten als PDF. Das ganze Programm rechnet das Ganze halt um und dann können wir das Ganze als PDF exportieren. Und zum Schluss habt ihr noch die Möglichkeit, verschiedene Dateien in eine PDF zu kombinieren. Das heißt, habt ihr jetzt zum Beispiel verschiedene PDF-Dateien, könnt ihr die einfach da reinziehen per Drag and Drop. Und das ganze Programm erstellt euch dann halt eine einheitliche PDF-Datei, die jeder öffnen kann und halt einfach alle Funktionen kombiniert. Ich bin jetzt mal auf die Hauptfeatures eingegangen. Auf der Webseite von der Firma findet ihr alle anderen Features, die es noch gibt und die auch teilweise versteckt sind. Das sind wirklich eine ganz schöne Menge und ja, ihr habt jetzt hoffentlich mal einen guten Überblick über das Programm bekommen. Abschließend kann ich sagen, dass das Programm echt sehr cool zum Bearbeiten von PDFs ist und eigentlich auch relativ selbstverständlich alles macht. Das heißt, man braucht nicht groß sich einlesen, sondern kann einfach direkt das Programm benutzen. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, 5 Lizenzen für das Programm zu gewinnen. Dafür schreibt mir einfach einen Kommentar. Aber alles weitere steht nochmal in der Beschreibung. Das könnt ihr nochmal genauer dort nachlesen. Aber ihr müsst einfach einen Kommentar schreiben und ich werde dann halt random Leute aussuchen oder auslosen lassen, die dann die Chance haben, eine Lizenz zu gewinnen. Das soll es nun in diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder Feedback in den Kommentaren freuen. Ich bin Lukas, bis zum nächsten Mal und ciao.